Hallo, ich habe heute meinen Lesemonat Mai für euch und das war für mich bisher der Rekordmonat. So viel habe ich bisher noch nie geschafft. Es waren 15 Bücher, 5369 Seiten und das macht 173 Seiten pro Tag im Durchschnitt. Ich habe sonst meistens so 12 Bücher und wenn es hochkommt, 4000 Seiten. Also das war jetzt schon Rekord, aber wir hatten ja auch viele Feiertage, wo ich dann auch mal Zeit hatte zu lesen. Begonnen hat mein Monat mit Schattensprünge sind nicht die leichtesten von Simone Goethe. Das ist ein Self-Publisher-Buch, da hat die Autorin mich gebeten, das zu rezensieren. Das hat von mir 3,5 Sterne bekommen. Dann habe ich von der Autorin ein Buch zur Verfügung gestellt bekommen von Angelique Mund. Denn es wird kein Morgen geben. Ist im BTB Verlag erschienen und hat von mir auch 3,5 Sterne bekommen. Hat 320 Seiten. Dann habe ich ein E-Book gelesen. Das kriege ich jetzt bestimmt wieder so schnell nicht aufgerufen. Der Vorbereitung ist alles. So. Strandperlen von Tanja Jans. Das hatte ich über Vorablesen gewonnen. Und das hatte 197 Seiten und hat von mir 3 Sterne bekommen. Also wie gesagt, der Lesemonat hat nicht ganz so erfolgreich von den Büchern her angefangen. Dann komme ich aber jetzt zu einem meiner Monats-Highlights. Und zwar von Jennifer L. Armentrout, Dreh dich nicht um. Das ist ja ein Jugendthriller und ist im Heine Verlag erschienen und hat 384 Seiten. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das hat 5 Sterne von mir bekommen. Also das kann ich jedem empfehlen. Und ja. Das schaut euch doch mal an, wenn ihr es noch nicht kennt. Es ist auch schon, glaube ich, ein bisschen älter. Dann habe ich als nächstes gelesen, auch aus dem Heine Verlag, Together Forever, total verliebt. Da freue ich mich jetzt schon auf den zweiten Teil. Der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. Der hat 4 Sterne von mir bekommen. Ich freue mich auf die Fortsetzung, die jetzt, glaube ich, am 15. erscheint. Da bin ich schon gespannt drauf. Dann aus dem Piper Verlag, Der Sommer, in dem es zu schneien begann, von Lucy Clark. Das Buch finde ich einfach total toll vom Aussehen, auch der Buchschnitt, den finde ich total klasse. Das Buch hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss immer nach unten gucken wegen meinen Notizen. Es hat 400 Seiten und hat von mir 4 Sterne bekommen. Bei mir ist im Moment immer das Problem, ich vergebe auch gerne 4,5 Sterne, wenn das Buch, dass ich das toll fand, aber jetzt nicht 5 Sterne, aber eigentlich mehr als 4 Sterne. Bloß bei den meisten Portalen kann man halt nur 4 oder 5 auswählen. Deswegen sage ich jetzt immer 4, auch wenn es halt teilweise 4,5 wären. Aber ich habe da auch noch nicht so wirklich das Maß gefunden. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, Lucy Clark ist ja auch schon bekannt durch, wie hieß das Buch, ich glaube, Die Landkarte der Liebe. Habe ich nicht gelesen, aber ich habe schon von vielen gehört, dass das auch toll sein soll. Dann habe ich gelesen, nachdem ich den Film gesehen habe und den Film fand ich nicht so toll. Ehrlich gesagt habe ich mir vom Buch auch ein bisschen mehr versprochen. Wenn ich bleibe, von Gail Forman, im Bian Vallée Verlag erschienen. Ich möchte aber dennoch den zweiten Teil lesen, nur diese eine Nacht, den habe ich jetzt auch schon zu Hause, der steht jetzt für Juni auf meiner Leseliste, weil ich gehört und gelesen habe, dass der noch um einiges besser sein soll. Da bin ich mal gespannt, das Buch hatte auch nur 304 Seiten und hat von mir 4 Sterne bekommen. Dann habe ich den zweiten Teil der Finstermoos-Reihe gelesen, am Schmalen Grat. Da muss ich sagen, war ich enttäuscht von.
Der erste Teil hat bei mir 4,5 Sterne bekommen und den zweiten Teil habe ich jetzt knapp 3,5 Sterne bekommen, aber es hat mir eigentlich so gar nicht gefallen. Ich möchte die Reihe dennoch gerne fortsetzen. Erscheint jetzt ja auch im Juni der dritte Teil und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, 4 Teile sind's. Also aufhören werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, mal schauen. Vielleicht wird es ja noch besser. Ist übrigens im Löwe Verlag erschienen und ist auch ein sehr dünnes Buch. Hat nur 208 Seiten. Dann habe ich aus dem Diana Verlag, Als ich erwachte, von Cynthia Swanson. Das hat mir auch noch ein bisschen besser gefallen als der Sommer, als es zu schneien begann. Hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Möchte noch mal eben sagen, ich kann jetzt aufgrund dessen, dass ich so viele Bücher hier vorstelle, jetzt nicht so viel zu den Büchern sagen, aber ich habe zu fast jedem Buch eine Rezension auf meinem Kanal. Wenn ihr euch das interessiert, dann schaut doch einfach mal eben rein. Dieses Buch, wie gesagt, hat 4,5 Sterne von mir bekommen, hat 432 Seiten und hat mir so ganz gut gefallen. Kann man ja auch anhand der Sternebewertung sehen. Und ja, das war das. Dann komme ich noch zu einem Monatshighlight, wo ich aber überrascht von war, weil ja, es ein eher unbekanntes Buch ist. Hirngespinste von Yvonne Keller. Ich habe vor ein paar Monaten Lügentanz von ihr gelesen, den zweiten Roman. Das ist der erste, im Knauer Verlag erschienen. Und dann wollte ich gerne dieses auch lesen. Und das Buch hat mich echt umgehauen. Es hat 5 Sterne bekommen. Es war wirklich ein Überraschungserfolg für mich. Hat 414 Seiten. Und das schaut euch wirklich mal an, weil das war mal eine richtig spannende, etwas andere Geschichte, wo es auch um Ehe, Verrat etc. geht. Das fand ich wirklich super. Das schaut euch doch mal an. Dann als nächstes Stimmen von Ursula Poznanski. Das ist ja der dritte Teil der Salzburg-Ermittlerreihe. Den Anfang fand ich mega stark. Dann habe ich schon gedacht, das könnte ein 5-Sterne-Buch werden. Zum Schluss hat es leider nur noch knapp zu 4 Sternen gereicht. Also so ab Mitte wurde es für mich einfach schwächer. Ist im Wunderlich Verlag erschienen und hat 448 Seiten. Dann habe ich auch noch ein tolles Buch gelesen von Lucinda Riley, Die 7 Schwestern. Da finde ich das Cover alleine schon so schön und dieses kann man auch richtig erfühlen. Das Buch hat 544 Seiten und hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Und ja, da kommt ja irgendwann dann auch noch mehrere Teile raus. Ich warte jetzt erstmal auf den zweiten, das möchte ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Dann habe ich gelesen, auch ein Monatshighlight, Honigtod von Hanni Münzer. Das Buch konnte ich gar nicht mehr außer Hand legen. Ich habe eigentlich noch nie Bücher gelesen, die im Krieg spielen. Ich habe sonst nur Bücher gelesen in der Nachkriegszeit. Aber dieses Buch hat mich wirklich in den Bann gezogen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das gibt es, glaube ich, schon ein paar Jahre als E-Book und seit neuestem auch als Taschenbuch. Und ich habe das jetzt als Rezensionsexemplar gehabt und ich war wirklich begeistert. Das schaut euch auf jeden Fall mal an. Dann habe ich noch an einer Leserunde teilgenommen von Caro Martini, Beim nächsten Mann links abbiegen. Ich bin ja nicht so der Frauenliteraturleser, aber dieses Buch fand ich wirklich total witzig geschrieben. Und ist im DTV Verlag erschienen und ich fand den Titel einfach schon total witzig. Da musste ich einfach mich bewerben. Und das Buch hat 4 Sterne von mir bekommen, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, und dann habe ich jetzt nur noch 2 Bücher, die ich angefangen habe, wo ich die Seitenzahl mit reingenommen habe, aber die Bücher richtig vorstelle erst im nächsten Lesemonat, unter anderem kurz bevor das Glück beginnt. Ein sehr tolles, nachdenkliches Buch, hat von mir 4 Sterne bekommen, aber Näheres dann noch im nächsten Lesemonat, weil es sonst hier nicht mehr so reinpasst. Ja,
Ich würde sagen, das war erfolgreich, wenn man den ganzen Stapel sieht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Tag euch noch. Tschüss!